Jeder weiß, dass Michael Schumacher der größte Sportler im Formel-1-Rennsport ist. Deshalb besitzt er dank seines Gehalts, seiner Boni und anderer Produktwerbeverträge ein riesiges Vermögen. Da er jedoch einen Unfall hatte, war es auch an der Zeit, dass die Familie einige persönliche Gegenstände und Immobilien der Legende verkaufen musste. Jetzt ist es wieder soweit. Die Familie verkauft die millionenschwere Uhrenkollektion der Legende. 8 von Michaels Uhren werden demnächst versteigert. Die exquisiten Werke des 7-maligen F1-Champions werden im berühmten Auktionshaus Christie's versteigert. Die Auktion findet am 13. Mai in Genf statt. Allerdings dürfte der durchschnittliche Fan des Rekordweltmeisters kaum das nötige Kleingeld für Luxuschronographen bekommen. Den Gesamtwert der Sammlung schätzt das Traditionsunternehmen auf 3,75 bis 5,6 Millionen Euro. Der Star der Verkaufsveranstaltung war wohl die Platin Vagan Bondage eines des Schweizer Uhrendesigners François-Paul Journ. Es wurde Schumi vom ehemaligen Ferrari-Teamchef Jean Todt zu Weihnachten 2004 geschenkt. Neben dem Emblem der Automarke trägt es auch eine besondere Gravur. Weihnachten 2004 Jean Todt für meinen Freund Michael Schumacher. Allein ihr Wert soll zwischen 1,03 und 2,06 Millionen Euro liegen. Noch vor einem Jahr kaufte Todt für seinen Freund eine Audemars Piguet und schenkte sie und seinen roten Helm. Auch dieses edle Accessoire wird zum Verkauf stehen. Allerdings ist dieses Modell mit einem Schätzpreis von 154.000 bis 206.000 Euro etwas günstiger. Anlässlich des 30. Jahrestages seines ersten Weltmeistertitels im Jahr 1994 stellte die Familie des ehemaligen Rennfahrers ausgewählte Fahrzeuge zur Verfügung. Christie dankt der Familie Schumacher für ihr Vertrauen und ihren Wunsch, diese Meisterwerke der Uhrmacherkunst mit anderen leidenschaftlichen Sammlern auf der ganzen Welt zu teilen, sagte Remy Guimin, Vertreter des Auktionshauses. Wir sind stolz, diese ikonischen und einzigartigen Uhren einer der berühmtesten Formel-1-Legenden präsentieren zu können, fügte der Mitarbeiter hinzu. Der Grund für den Verkauf der Sammlung könnte sein, mehr Geld für die Pflege des 55-Jährigen zu haben. Zuvor hatte die britische Presse berichtet, dass die Pflegekosten für Michael Schumacher bei mehr als 100.000 Euro pro Woche lagen. Corinna, die Schumachers Privatsphäre seit dem Unfall streng schützt, hat nicht viel über seinen Zustand preisgegeben. Derzeit ver... Các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.